Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir uns hier ein bisschen mit der Landwirtschaft beschäftigt von Kolonie 9. Die haben ja immer noch Probleme dabei. Eine kleine Liebelei fängt an zu entstehen zwischen Kite und eventuell Juniper. Zumindest Kite ist in Juniper verknallt, andersrum keine Ahnung, ob da was wird. Ich gönn's ihm jedenfalls, wenn er sich dafür dann ändert gegenüber den anderen. Und ja, ich habe Oskin jetzt einfach mal die Konsole ein bisschen laufen lassen, damit einfach mal der Regen irgendwann mal durchzieht. Ich weiß nicht, wann der Regen kam, aber ja. Die Felder sind jetzt bewässert. Also ich war währenddessen nicht mal in der Konsole. Ich habe mir einfach währenddessen was zu essen gemacht. So, why isn't anything budding? The seed potatoes are rotting. Perhaps we gave them too much water. Oh no. Does the soil not drain properly? Or was it something else? It's my fault. I was giving them extra water from time to time, because I didn't want them drying out. Fox! I thought I was being careful. Never considered that I might be overdoing it. Well, we'll just have to try this again. Let's wait for the next rainy spell. Sorry, guys. Don't blame it on yourself. Yeah, but if I hadn't done this, we wouldn't have to... Oh, if only! What's done is done, man. You can't change the past. So let's just recoup our losses and do even better next time round. Huh. That's a good attitude, Kite. I like it. I'm good either way, to be honest. Huh. Classic Eastman. Guess I'll stick it out for a while longer. Thanks, Kite. Credit where it's due. That was actually pretty good. His words came from the heart. I think that's why it resonated with them. Kite's always been annoyed at being second best. He knows the frustration of not living up to his own standards. And that really struck a chord. Complimenting others' weak points has always been a talent of his. It's something I could never do. Hey! I think we'll go ahead and till the soil again. Take out the rotted spuds. So, if you don't mind. Got it. We'll grab a new batch for you. I'm really sorry about this. We'll need you to get 10 more seed potatoes then. Don't worry. We'll pick a really good selection this time. Just you wait. Ich muss am selben Ort nochmal die Kartoffeln holen. Ja gut, ne? Ich sammle sie jetzt einfach und sehen uns dann hier wieder, falls nichts passiert. So Leute, Kartoffeln wurden eingesammelt, beziehungsweise Masertoffeln. Ihr habt jetzt nichts verpasst, also ich habe sie wirklich nur aufgesammelt und jetzt werden sie hier wieder in die Boden reingerammt. Now we wait for the rain. Come on, buds. Start your budding already. I've got a good feeling about this one. Jetzt muss ich schon wieder auf den Regen warten. Na gut, ich habe auf den Regen keinerlei Einfluss, ne? Also würde ich sagen, gehen wir einfach so lange mal hier den Kartenbereich mal hier unten erkunden. Warte, hier. Den ganzen Bereich hier unten, den haben wir noch nie erkundet. Warum machen wir das mal nicht so lange? Vielleicht regnet es ja in der Zeit. So, ab ins Meer. Level 49er Streifen hier rum. Oder ist auch ein Boss. Guck mal, dann verprügeln wir doch den Boss da so lang. Während wir auf Regen warten. Strehe das Phantom. Could be a good battle. Let's take it on. Gale's gonna face me! You're a lifesaver. Make this quick! Yeah, do more of that!
Okay, es liegt. Es ist in Ohnmacht gefallen. Sieht mir nicht so aus, als ob das Ding viel aushält. Gut, Schwert. Im Wasser zu kämpfen ist halt auch mal was Interessantes, ne? Vor allem gegen das Vieh ist irre leicht umzuwerfen. Na gut, ich mache jetzt erstmal eine Angriffskette. Okay, wir sind hier am Ende der Angriffskette. Auf dem Wasser sieht das irgendwie mega merkwürdig aus. Okay, in dem Punkt gebe ich der Pflanze, die hält was aus. Oh, wir sind bei Synchro 3. Explosion. Die Synchro, die hebe ich mir trotzdem auf, dann kann ich nämlich gleich ein Uroboros-Kommando machen. Nein, nein, ich ertrinke. Ich muss einer beleben, Mio, schnell. Okay, das ist jetzt doof. Erstmal nutzen wir die Kombo noch aus. So gut es geht. So, jetzt nutze ich das Uroboros-Kommando. Das wird massig Schaden verursachen. Oh, guter Schaden. Und nächstes Kommando. Und tot. Der Boss war relativ leicht. Aber wir müssen nach wie vor auf den Regen warten. Daran kann man nichts ändern. Habe ich auch jemanden vernichtet?
Ach, hier ist das Grab von der... von dieser Strea. Ja, das ist praktisch, da es nicht mitten im Wasser ist. Aber verwirrend ist es trotzdem. Aber es bleibt dabei, wir müssen nach wie vor erstmal auf den Regen warten. Vorher können wir in der Kolonie nichts weiter machen. Deswegen nutze ich ja den Moment gerade und erkunde hier mal ein bisschen. Weil hier waren wir noch gar nicht. Was ist das? Should be time for dinner soon, right? Cave. Great. Wonder what it's like inside. Egal, aus Tiefen. Okay, wir können da nicht rein? So wirklich? Let's go. Stay vigilant. Okay, wenn ich Level 80 ungefähr erreicht habe, dann kann ich da nochmal runter. War sogar ein Reisepunkt tatsächlich. Da unten, der war jetzt nichts mehr, aber ich dachte, ich hole mir mal eben kurz die Quest ab, die hier auch mal neben Kolonie 9 gespawnt ist. Wenn ich dadurch den Regen herbeirufen kann, ja bitte. Rain, a blessing. Good to add more names. Oh, war gut, dass ich hier hingegangen bin. Ich habe nur gesehen, dass da ein Fragezeichen ist. Ich dachte, ich hole dort eine Nebenquest. Aber wenn wir dadurch den Regen herbeirufen können, das erleichtert einiges. It must work. We did it. They're budding. Talk about suspenseful. Manana excited for yummy harvest. Hope they grow up big and strong. Yeah. We need to take good care of them. Looks like it's going well. Indeed. Now we can breathe a sigh of relief. We'll want to take care of the fertilizer now, right? How do we distribute it? Actually, I have just the person for that. Earl's a dab hand at gardening. I'm sure he'll be able to help us out if we explain our situation. I'd appreciate that. Incidentally, where did Kite go? Stormed off after saying he'd done his field tending duty. Guess he's still not over it. I suppose it's time for us to pack up. We can't just leave that guy alone. He's always been there for us, through thick and thin. I know. You don't need to worry about us. Make sure my lieutenant gets the care he deserves. Will do. Oh, and I'm pretty sure Earl will explain it for you, but you know the fertilizer? Seems you make it by crushing up seeds, bones, and plants and mixing it all together. Oh, and he also said that having a few helix conches on you would save him some trouble. You'll get that done in 10 ticks. Or else. That might be a little tight for us, but we can certainly try. I see some relations have changed. Offenbar habe ich die benötigten Objekte. Ich muss gar nichts suchen gehen. Ich bin froh darüber. Dann überreiche ich mir das Zeug mal. Das ist eine echt lange Quest. Okay, so we're handing over. Wenn sonst nichts weiter ist. Und wieder zum Feld. Wow, they got so big. Fields are bursting with lively. Applying fertilizer ought to further foster their growth. So we just sprinkle the stuff on top and then we're done. Wrong. They need to be able to absorb the nutrition easily. So first, we combine the fertilizer with some soil. Then you spread the mixture around the roots. So specific. I've more or less memorized Juniper's info now. Let me know if there's anything you're unsure of.
I can see his time in the survey branch has seeped in, right down to his marrow. I suspect he might have actually been born with it. He's just the meticulous type. That's about all we can ask for. I'm grateful. I'll let him know. All right, guess it's back to the grindstone. Now to wait for more rainfall. Oh, I'm shaking with excitement. Are you really? Well, yeah, we all worked hard for this. You tell him, love. Let's see what the coming rain brings. Yeah! Jetzt habe ich wieder auf irgendwas muss. Mr. Lopon, machen Sie wieder Regen, bitte. Ich habe keinen Bock zu warten. These little guys have come a long way. They in springtime of youth, growing up into fine young potatoes. Nothing gets Manana excited like the prospect of a full belly. Can you blame her? Resounding no. Huh? Why have they changed color? Huh? Oh no, they're withering. Why though? It can't be time to harvest them yet, surely. I dread to think so. But it could be one of the diseases mentioned in the reference materials. The damage seems to spread from the lesions here, on the root. They bear resemblance to the black rot. Oh, they better not be. That's supposed to cause rapid decay. Spreads easily too. Let's check the others for similar symptoms. On the double. Lend me a hand, everyone. Och nö. Ich gönn's, dass es euch mal nicht so geht. Gute Nachricht mal bitte. Ich glaube, zwei weitere sind noch verwelkt. Ja, die beiden werden böse sein. Nee, nicht schön. Vorhin ist es immer kacke. Could you all come round for a second? Ja, das kann urplötzlich passieren. Ja. Das passiert halt leider häufig in der Landwirtschaft, dass das ein oder andere verwelkt und Fäulnis ansammelt.
Nothing left behind? Okay, let's go. I swear I'll save you. Don't fail me now. Schnell weg mit dem Schrott. Landwirtschaft ist halt nicht einfach. That looks to be all of them. We'll have to monitor them for a short while. Take note of the state of the stems, not just the color of the leaves. We should fix up the soil too, right? Think so. It's supposed to be bad if the underground bits are exposed to light. Might as well pull up the weeds while we're at it too, huh? Don't pull the potatoes themselves out. Mate, I can tell the difference. And then we hope for rain. What's wrong? Oh, I was just thinking how times change. It wasn't so long ago that my sole thoughts were about keeping the flame clock topped up. Now here I am, worrying about soil and potatoes, looking up at the sky. I could never have imagined myself in such a position. True. Who'd have thought you'd chomp on a raw potato or admit to lacking a spine? Please, don't remind me. I feel flushed just thinking about it. But I think we've grown a lot closer as a result. I feel like I know you better. Sometimes you don't really get to know someone until you've clashed first and then sorted out your differences. You don't beat around the bush, do you? Anyway, I think we've done what we can here. Let's report back into Juniper. Oh, auf so Juniper sollten wir Kite mitnehmen. Hoffen wir mal, dass die anderen Kartoffeln nicht angesteckt wurden, ne? Also, auf zu Juniper. Ja, wir haben alles weggerissen. Und wieder zurück. Informationen hier höre ich mir an, sobald wir hier uns mit Colony Tower beschäftigen. Sounds a little rowdy over there. Is that? It came from over there. Let's hurry. For the fields. You are not getting through me! I won't let their efforts go to waste! Kite! You lot! Talk later. Let's teach those creatures never to set foot upon this land again. We will defend this place with our lives. Show them there is strength in unity. Die Kolonie 9 hat aber auch Pech ohne Ende, ne? Kite hilft uns auch, ne? Ja. Er versucht es. Einmal mal die Synchros aktiviert. Ich muss schon sagen, diese Quest, die gefällt mir absolut nicht, ne? Einfach viel zu sehr hin und her. Aber Kite hat wenigstens auf die Felder aufgepasst.
Ey, die müssen wirklich, glaube ich, einen Trupp dafür dann abbestellen, dass die Biester nicht an die Felder gehen. Okay, nur noch einer. Und tot. People, how are we? We're fine, at least. They really tore up the place, huh? Sorry. I couldn't stop them. It's not your fault, Kite. Besides, you were the first to come running here. Don't feel bad. You were tending the fields, weren't you? Trying to keep them safe. The whole time. I couldn't just sit back. But it was hardly any point. You shouldn't put yourself down. You? What are you? If I could just... I'll help you. And pull. Guess I don't know my own strength. Thank you very much. Are those? I'm afraid I failed to mention something. Spongy's buds are quite special. They actually use the field itself as a means of storage. That's why you recommended growing them. Astounding. Sorry, I doubted you. The reason I didn't trust you before, it wasn't because you were Agnian. No, it's because I was weak. Now, I don't expect you to forgive me or anything like that. I know I caused hurt. I'm so sorry. Now come on, raise your head. You refused to give in. You struggled to change things for the better. The way I see it, that's not weakness. Not from what I hear, anyway. You don't... No, you... You don't even know me. Making a change, Kite. It takes guts. You're a good man. We didn't admit it, but then again, neither did you. You know what? No one's ever told me that. I'm sorry about that. I think from now on, I'll make an effort to remind you. Kite, you're an asset to us all. Commander, could you perhaps help me with a problem? If your offer of support still stands, that is. Sure. Ask us anything. Would it be possible to permit me to visit Colony 9 more frequently? Hmm? That's no issue for me. I'm not directly asking for help with a specific problem, but I'd like it if we could build friendly relations between us. If that's all right. Now I see. Feel free to visit. Anytime. Same here! Very happy to have you. Thank you very much, Kite. What's all this then? Kite's acting weird. What I'm more worried about is what will happen to the tending of the fields. I'll be sure to ask them. But maybe not right now. Just look. They're having so much fun. Junge, war diese Quest eine Geburt.
Okay. Bis Stufe 20? Moment, was? Kann es sein, dass es die letzte Mission zu ihm war und ich deswegen jetzt Level 20 bei ihm bekam? Also Rang 20? Ich muss sowieso mal Klasse wechseln. Dann kann ich ja nur wieder auf Zion setzen. Ich weiß jetzt nur nicht, was für ein Unterschied dieser Levelanstieg jetzt macht. Sonst noch irgendwer, der gerade fertig ist? Ja. Hab ihm mal das Miam-Schwert gegeben. Und Tyrell mal so lange auf Kriegsheile gemacht, weil ich brauche mindestens zwei Heiler auf jeden Fall im Team. Bin schon gespannt, was mir die höheren Klassen bringen. Ist jetzt hier keine Quest mehr? Aber das Harmoniediagramm, das interessiert mich jetzt gerade. Oh, sie haben Interesse aneinander. Heidi, ich wünsche dir viel Glück. Ach hier, die Harmonie natürlich auch, ne? Mit Kolonie 9 haben sie jetzt ein gutes Verhältnis. Ich frage mich mit Kolonie Sigma, diese zerstörten Felder, wo wir ganz am Anfang vom Spiel waren, könnte es sein, dass dort Kolonie Sigma ist? Ich schaue jetzt hier gerade auf jeden Fall nochmal über Kolonie 9 drüber. Und wir vielleicht noch eine Quest auf mich warten, beziehungsweise Informationen. Mit Kite will ich auch reden. Bitte nicht. Ich sollte dringend ein Team abbestellen, das durchgehend die Felder beschützt, weil man weiß nie, wann noch mehr solche Viecher auftauchen. Also, das ist ja auch in der normalen Landwirtschaft ein Problem. Beispielsweise Karnickel. Viele denken, ja, die sind richtig putzig, es ist doch eine Freude, wenn die da sind. Für Landwirtschaftler gibt es nichts Schlimmeres, als wenn Karnickel vorbeikommen, weil die fressen einen wirklich alles weg. Und die kommen ja in Scharen. Also wenn die einmal Karnickel haben, die weinen. Na gut, ich sehe jetzt aber nicht, dass hier irgendwer was von uns will. Ich denke mal, Kolonie 9 sind wir soweit fertig. Heißt so viel wie Zion hole ich mal aus dem Team. Ich hole mal so lange Juniper ins Team. Da freut sich bestimmt auch Kite. Wäre lustig, wenn er wirklich darauf reagieren würde. Ey, der reagiert echt drauf. Juniper ist warum auch immer im unteren Stockwert. Ich glaube an dich, Kite. Er ist definitiv verknallt. Zion reagiert doch dann bestimmt auch auf Juniper, oder? Okay, nur Kite reagiert auf Juniper. Ich sage nochmal, was ich schon mal gesagt hatte bei den Folgen.
Es wird eine Weile dauern, bis wir mit der Hauptstory weitermachen. Ich würde wirklich gerne hier demnächst mal gucken. Vielleicht ist dort tatsächlich Kolonie Sigma. Hier nach rechts könnte ich auch untersuchen. Hier oben, das haben wir halt noch gar nicht erkundet. Also mit Kolonie 9 sind wir vorerst fertig. Ich könnte natürlich über diese Karten hier natürlich noch ein bisschen die Harmonie steigern. Ja, und eure Getreidefelder versorge ich gerne. Ja, sie waren schlau, sie haben einen Trupp abbestellt. Ach stimmt ja, Ul war der Wegweiser, der keinen Bock mehr hatte, ne? Ihr habt ja so gesehen eine Allianz mit Kolonie 9. Mit Kolonie Tau, meine ich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die Felder jetzt gedeihen. Na gut, damit haben wir jetzt aber für heute wirklich genug getan. Ey, ich sag's nochmal, diese Quest, die war so eine Geburt. Ich guck beim nächsten Mal auf jeden Fall den Bereich da oben nochmal an. Ansonsten gehen wir in Kolonie Sigma jetzt mal demnächst helfen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen natürlich beim YouTube-Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.